Hallo Herrschaften, willkommen zurück in unserer Villa in Willow Creek mit Aresi und Plü, die sich eigentlich nett auf dem Bett von A unterhalten. Und A hat sich gedacht, oh, ich komme mal dazu, wenn die schon auf meinem Bett sitzen, dann gehe ich auch direkt wieder. Warum sitzt sie überhaupt bei Are im Schlafzimmer? Das wissen sie wahrscheinlich selber nicht. Oh, und Plü hat direkt wieder seine Fesselspielchen-Fantasie, jedes Mal, wenn er mit irgendeinem Weibchen redet. Aber er geht trotzdem weg und lässt Aresi allein da sitzen. Ja, Aresi, und jetzt? Ah, ja, naja. Oh, Telefon. Was, Telefon? Wer wird angerufen? Wo? Aresi wird angerufen. Ultra will, dass Aresi zu ihm kommt. Man muss. Aresi will zu Ultra besuchen gehen. Ich weiß nicht, ob Aresi Ultra besuchen gehen will. Aber wir lassen sie mal, sie könnte. Ach ja, von mir aus, dann gehen wir halt hin. Also haben wir direkt wieder ein Loading Screen. Das ist ja wunderschön. Bleiben wir denn dann auch da? Also eigentlich müssen wir uns mehr um unsere Sims kümmern. Karrieremäßig und alles. Außerdem habe ich keine Lust, mich über das verbuggte WG-Grundstück zu ärgern. Das würde heißen, wir gehen dann gleich wieder zurück und haben dann gleich wieder nochmal ein Ladebildschirm. Ach, ist das schön. Ja, das ist gut. Ja, aber vielleicht bleiben wir auch da. Mal gucken, in welchem Zustand das WG-Grundstück ist. Aber ich weiß noch, als wir letztes Mal da waren, funktionierten irgendwie Dinge nicht richtig. Mal schauen. Irgendwie fehlten Bodenplatten oder sowas. Ach, Sims 4. Mann, die Ladezeiten sind ja viel besser geworden. Oder viel länger, ja. Ein Busch kann ganz schön praktisch sein, um reinzupinkeln. Ja, das ist schön. So, lädt das überhaupt mal? La, 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 la. Oh Mann, all diese blöde Wartezeit nur, um gleich auf dem Grundstück zu sein, wo ich eigentlich sowieso nicht hin wollte. Warum kann man sich nicht selber entscheiden, wenn man die Sims irgendwo hinschickt, ob man da überhaupt mit will oder nicht? Wenn Aresi will, kann sie Dingens ja gerne besuchen gehen, aber warum wird man immer gezwungen, dann mitzureisen? Hey, wer hat die Tür abgeschlossen? Hey, wer hat den Ladebild? Ja, jetzt ein kleiner. So, herzlich willkommen. Und da ist Ulta. So, dann sag ich mal guten Tag. Witze über Ingenieure erzählen? Nee. Wie wäre es einfach? Oh, man kann noch nicht mal guten Tag sagen. Nö, dann erzähl einfach mal gar nichts. Aresi ist glücklich. Locke Unterhaltung mit Ulta. Na schön. Viel Spaß damit. So, dann gucken wir mal, was hier alle. Ja, hier, da geht schon wieder los. Fehlt einfach mal. Ja, schön. Mann, die Unterhaltung geht ja ab. Habt ihr eine Stummfilmunterhaltung oder was? Von Lippen ablesen tun sie auch nicht. Sagt ihr gar was? Doch, Ultra. Ultra hat den Mund aufgemacht und wieder geschlossen. Mann, Ultra weiß schon, wie man mit Frauen redet. Einfach gar nicht. Mann, ist das spannend. Ha. Aha. Ist das ein Wettanstar-Contest? Wer ist die denn? Hau ab. Yes! Oh, das war wieder mal der übliche Lag, einfach nur. Ich hatte mich schon gewundert. So, und jetzt unterhalten wir uns. Nee, jetzt schon wieder nicht. Doch, jetzt. Aber jetzt muss Ultra zur Arbeit. Auf Wiedersehen, Aresi. Und Aresi ist alleine hier. Ja, also ich glaube, dann gehen wir wieder, oder? Das hat sich ja super gelohnt. Ja, ich gehe da mal wieder. Lalalala. Ja, das war ein schöner Besuch. Achso, nee, sie geht ja schon nach Hause, alles gut. Oh, Lala geht nicht zur Arbeit, was?
Da müssen wir uns dann aber wohl mal drum kümmern. Ach, jetzt hatten wir eh, ja, egal. Harisi war gerade raus aus der Map. Also schon wieder ein Loading Screen und Lala geht einfach nicht zur Arbeit an Unverschämtheit. Schon zwei Loading Screens in einer Folge. Hurra! Mal sehen, wer als nächstes irgendwo hinreisen muss. Ja, das fände ich wirklich eine nette Option, wenn sie es einbauen würden, dass wenn ein Sim irgendwohin eingeladen wird, man will den da hinschicken, will selber aber nicht mit, dass man beim Telefonat, wenn man sagen kann, ja, da hinreisen, dann sagen kann, dass man aber selber nicht mit will. Oder dass man halt Buttons hat, um entscheiden zu können, will ich denn jetzt selber auch dahin mit oder will ich den alleine gehen lassen? Ja, ja. Was man alles so gerne hätte für die Sims 4. Ich muss auch mal wieder nachgucken. Durch die Pause habe ich ganz vergessen, wie teuer Aresis Zimmer mit Badezimmer denn nun wäre. Muss mal gucken, wie viel Geld sie verdienen müssen, damit Aresi als nächstes ihr Zimmer kriegt. Schau ich mal. Und ich habe mir die neuen Features angeguckt. Cool hier, dass man einstellen kann, hier wie die Sims, der Körperbau der Sims und ob sie im Stehen pinkeln können sollen oder nicht. Im Stehen pinkeln war anscheinend ein Feature, was dringend benötigt wurde, oder wie? So, Lala, was stimmt denn nicht mit dir? Lala ist beschämt im Bett. Was haben die denn gemacht, als wir weg waren? Komm, Lala, das ist alles... Bei der Arbeit kommst du auf andere Gedanken. Um 14 Uhr war schon Arbeitsbeginn. Ja, toll. Was war denn nur los? Was war denn los? Privatsphäre gestört. Oh. Bei was denn? Wo denn? Wie denn? Mann, ist schon wieder eine Dusche kaputt? Hatten wir in der letzten Folge nicht gerade einen Repairman da? Wieso macht... Wer macht denn hier dauernd seine Dusche kaputt? Oder kam Repairman oder Repairfrau nicht rein? Aber eigentlich ist doch immer so, dass... Ist doch eigentlich... Können die da auch... Wurde die Dusche gar nicht repariert? Fragen über Fragen. So, Lala ist zur Arbeit gegangen. Zu spät, aber immerhin irgendwann. Und Are ist auch beschämt. Oh, Are und Lala. Are war's. Oh, Are hat etwas gesehen, was er nicht sehen sollte. Na, wie hat er das denn gemacht? Oh, haben sich mit dem Patch vielleicht die Türen, individuellen Türeneinstellungen geändert? Weil eigentlich... Hey, ah ja, das war wohl peinlich. Weil eigentlich dürfen die ja nicht in die Badezimmer oder so von den anderen rein. Das müssen wir mal beobachten, wenn gleich irgendwer irgendwo auf die Toilette geht. Aber eigentlich ist es im Haus ja alles so, dass nur die Leute selber in ihre Badezimmer dürfen. Oder Lala ist einfach mal nackt durchs Haus gerannt und dann hat Are zufällig... hat das Are zufällig gesehen. Komisch. Eigenartig. Na, Plü provozierst den Vorhang. Ja, natürlich. Das machen sie irgendwie alle immer am liebsten. Dieser Nachmittag, 17 Uhr. Alles friedlich. Batz ist wieder da. Yeah! Fein, nicht befördert worden. Also, Batzel weiß gar nicht mehr, was er tun könnte. Wie ist denn das mit deiner... Also Tagesaufgabe zwar nicht, aber sonst hier alles total im grünen Bereich. Könnte also bald mal befördert werden. Yeah. Und er geht Würstchen essen. Achso, Ara hat Würstchen gemacht. Oh, und Ara ist das mit Lala, was auch immer da vorgefallen ist, so peinlich, dass er jetzt auch in seinem Bett geht und sich versteckt. Ara, Lala ist noch nicht mal mehr hier. Lala ist bei der Arbeit. Und sonst hat das anscheinend auch niemand mitkriegt. Was auch immer da war. Mist. Wegen den blöden, im Grunde wegen zwei Loading-Screens, nur haben wir verpasst, was zwischen Are und Lala vorgefallen ist. Vielleicht lassen wir die Sims in Zukunft, wenn sie eingeladen werden, einfach generell nicht mehr weggehen. Weil das mit Loading-Screens wirklich nervig. Oder wir lassen sie halt nur noch weggehen, wenn wir dann auch selber mit wollen. Und ja, Are denkt schon auch, ach, sie ist sowieso weg. Warum soll ich noch länger traurig sein? Ich gehe Batzel umarmen. Ja, gut, wenn dir das irgendwie hilft. Dann umarm Batzel. Oh, Fischer. Sick of
Oh, alles bestens. Hervorragend. Schön. Aber es ist wieder voll. Mima steht dann statt die Wand an. Oh ne, Mima will mitreden. Na, ob das gut geht. Dieser Abend 18 Uhr. Jetzt will niemand mehr mit irgendwem reden. Weil Mima dazugekommen ist. Der andere weiß doch gar nicht, was er machen soll. If it may. Okay, jetzt haben sie sich doch entschlossen, mit Mima zu reden. Sie sind das Wagnis eingegangen. Aber Mima kann gefährlich werden, das wissen wir alle. Warum spackt denn die Kamera wieder so komisch? Arbor, Alkohol. Ja. Das ist mir zu gefährlich mit der Braut. Ich brauche erstmal Alkohol. Abatzel ist weiter voll dabei. Erzählt Mima irgendwelche komischen Geschichten. Ja, aber ist nicht gut angekommen. Oh, war eine peinliche Geschichte. War blöd, war nicht gut. Das war eine unangenehme Unterhaltung. Was hat er ihr denn da erzählt? Aber er findet es gar nicht so schlimm. Doch, er findet es auch schlimm. Du, ich bin Talmide. Ich glaube, ich muss mal ins Bett gehen. Batzel ist wieder auf seine übliche grauenhafte Art. Oh, 100 Stimmen Sims 4. Ja, 100 Stimmen Loading Screens. Das ist dein Sim-Hüsen. Hä, wer, was, wo? Hab ich das jetzt gerade erreicht? Mima malt doch gar nichts. Wer hat denn gerade was gemalt? Und niemand, der... Ja, hat niemand irgendwas gemalt. Was sollen denn jetzt gerade diese Meldungen? Und eigentlich glaube ich, ich habe auch schon mal mehr als 100 Stunden Sims 4 gespielt. Naja. Oh, Arisi unterhält sich mit, obwohl sie gar nicht da ist. Wo bist du denn, Habibi? Kommt Arisi. Oh, das kann Arisi nicht ertragen, wenn jemand anderes sich mit Batzen teilt als sie. Da musst du direkt aufpassen, was da vor sich geht. Hallo, lass dich von mir gar nicht stellen. Hallo, lass dich nicht stellen, aber ich bin jetzt da. Wacht. Yahoo. Und mir direkt, was will die denn? Oder Gesichtsausdruck, wie geil. Ich bin cooler. Ja. Oh, wir reden. Arisi greift direkt an. Ja, Schätzchen. Bringst mich ins Bett? Nein, er bringt mich ins Bett. Hä? Was soll ich machen? So, komm, Batzel. Aber kaum ist Arisi, da hat Batzel wieder nur noch Augen für Arisi. Ha, die redet so Müll. Mein Bett ist viel bequemer. Ja, ich will zocken. Ach, Batzel. Polizisten wird's machen. Arisi denkt, sie wäre lustig. Oh, und Batze gefällt sogar. Und ich würde gerne mal ein paar Pakete ausliefern. Was macht Mima denn? Mima macht nichts. Mima macht Spülen. Na, was spielt sie denn so? Aber wüsste ich so gerne, was eben bei Are und Lala für eine peinliche Begegnung gewesen sein soll. Die Dame geht ins Bett. Alleine. Ohne Batz. Ja, ich glaube schön. Das geht ja hier hervorragend weiter. Yeah! Von Batzen veräppelt werden. Oh, die verstehen sich wie süß. Oh, die Aresi-Batzel-Geschichte geht weiter, yeah. Oh ja, stinkt ganz schön, das Essen ist schlecht geworden. Aresi redet weiter über ihr bequemes Bett. Batzel wird schon sauer machen, nehmen wir mal an. Aber ist auch ins Bett gegangen, ist ja schon 21 Uhr, ja, jetzt aber schnell ins Bett. Lala ist wieder da. Oh, ein Telefon, bei wem ist das? Hallo? Da war gerade das Klingelgeräusch. Oh, bei Lala klingelt. Mein Boss ruft an. Oh, hier schlecht. Ja, toll, jetzt müssen wir reingehen. Mist. Bitte. Oh, mein Biech.
Oh, Lala lacht aber nur, Lala lässt sich nicht einschüchtern. Hier, Arbeitsleistung schwanken, muss ich mehr Mühe geben. Ach, mein Boss, was weiß der schon? Der hat doch keine Ahnung. Ja, das kriegen wir schon hin. Lala geht's im Moment nur gerade nicht gut, weil wegen, keine Ahnung eigentlich. Mann, wie ist das denn passiert? Ist doch alles gut, meine Güte. Oh, gemeinsam Foto. Ah, oh, Selfie. Das wird sie aufmuntern. Nee, doch nicht mehr. Jetzt doch lieber im Internet surfen. Puh. Hoffentlich kommt Lala aus ihrem Stimmungstief bald raus. Aresi ist glücklich und kocht direkt das nächste. Da gammeln die Würstchen vor sich hin. Was machen wir denn da? Schönes Grillhähnchen. Hm, lecker. Ah, lass dich schmecken. Und was ist eigentlich mit unserem Garten? Im Garten vergammeln die Saaten. Kann man da schon wieder was ernten? Nur da so ein bisschen ein paar Äpfel. Nö, da warten wir noch mit ernten. Ja, warten wir noch. Alles schön. Oh, da ist die Dingens aus Hindenburg. Die Schwester von der... Oh, ich habe den Namen alle vergessen. Das ist Yuki. Yuki Bär und dann gibt's noch... Wer ist die Schwester? Egal. Ach, mir fehlen unsere Windenburg-Gangster, aber die hat's ja irgendwann mal ganz zerschossen, dann waren sie völlig weg. Irgendwann mache ich die vielleicht mal neu. Aber, ja, irgendwann mal. In 100 Jahren. In den Sims 5 kommen die dann wieder. Mann, die kaputte Dusche nervt. Wieso ist Plys Dusche denn kaputt? Sie schon wieder kaputt oder noch immer? Plü, wo bist du denn eigentlich? Achso, Plü ist jetzt was hier oben, weil Aresi hat ja Essen gemacht. Ach, und natürlich wieder all... Mann, das ist so komisch. Warum, seit wir das Zimmer eingerichtet haben, stellen die das Essen am liebsten immer bei Mima hier auf den Schreibtisch, wenn sie da hinten gegrillt haben? Selbst wenn der Tisch hier völlig leer ist. Also Mensch, da auch, glaube ich, alles voll. Aber selbst wenn da gar nichts draufsteht, wenn hier irgendwer was grillt, wird am liebsten immer hier hingestellt. Zu Mima ins Schlafzimmer. Aber Mima hat einen gesunden Schlaf, stört das nicht. Schläft. Okay. Alles bestens. Kein Problem. Oh, die nehmen aber nicht wirklich Rücksicht auf die schlafende Mima. Und haltet euch nur so laut, wie es geht. Aber Mima wacht nicht auf. Aresi ist aber irgendwie... Aresi guckt nur Plü beim Essen zu. Oh, wahrscheinlich, weil sie es gekocht. Wahrscheinlich hat sie es vergiftet und guckt, wie lange es dauert, bis es wirkt. Na, Plü, merkst schon was? Stirbst du langsam? Ja, Aresi ist ja ein super Küchen. Die guckt wahrscheinlich... vielleicht hat sie ein neues Rezept ausprobiert und guckt jetzt, wie gut es ihm schmeckt. Honey. Oh Gott, was ist denn das für eine Reaktion? Plevar Samso Dafuni. Ah, Plü ist mal nett auf einmal. Guck mal, das ist gar nicht gemein. Ganz normales Netzgespräch. Aresi ist irgendwie beliebt bei allen. Batz hat eben nett mit ihr geredet. Plü redet auf einmal immer nur nett mit ihr. Warum mögt ihr denn alle Aresi auf einmal? Also ich meine, es ist ja nett, aber... Schön. Bist du Tanja? Und der redet über sich selber. Ja, wunderbar. Oh, keine gekochte toll wie du. Das habe ich schon F gehört. Aresi lässt sich gar nicht davon beeindrucken. Und Plü muss mal. Oh, und er hat wieder seine Fesselspielchen-Fantasie. Yeah. Oh, vielleicht können wir die Sims, die Männchen können da jetzt im Stehen pinkeln. Mal gucken, wenn er, vielleicht muss er ein kleines Geschäft machen. Dann können wir sehen, ob, da habe ich noch nie gesehen. Neues Feature, scheint total... Nein, zusätzlich lieber. Oh, aber Plü, wenn du schon hier bist, dann kannst du gleich mal einen Repair-Dienst rufen für deine Heizung. Heizung. Für deine Dusche. Ja, ist auch am Rummeckern. Ja, hier, dann ruf doch mal jemand an. Wenn du fertig bist mit deinem
deiner Toilettengeschichte da. Und wie aufstehen soll. Schön. Spülen. Und anrufen. Nein, Hände waschen hätte noch machen können dürfen. Ach, egal. Spiel. Riesi hat da hinten kurz Lala gute Nacht gesagt und geht jetzt schlafen. Nee. Dart spielen. Ja. Yeah. Um 1 Uhr morgens. Warum nicht? Oh, wahrscheinlich damit keiner mitkriegt, wie schlecht es ist. Ah, Resi trainiert heimlich nachts. Yeah! Das war aber mal ein Volltreffer. Cool. Ah, Glückstreffer. Zupft sie wahrscheinlich gar nichts mehr, ja. Volltreffer von Aresi. Yeah. Und jetzt kommt Plü dazu und stört sie. Mann, alle sind hinter Aresi her. Yeah. Oh, nee, jetzt will er, jetzt geht er doch lieber weiter essen. Nee, aufräumen. Oh, schön. Aresi steht unten und wartet auf ihn. Oh. Aresi, der kommt nicht. Aufräumen ist Plü wichtiger. Aber schön, dass Plü so ordentlich ist. Er ärgert zwar immer gern Leute, ist aber dafür auch ordentlich. Räumt auf. Oh, hier auch noch alles fein, Plü. Sehr schön. Ja, komm, die stinkenden Teller kannst du auch noch mitnehmen. Nee, nimm dann nicht mit. Okay. Da Resi wartet und wartet auf Plü. Also da hat sich auch nichts geändert. Ich habe ja, als die Spielstände nicht funktionierten, auch selber privat nicht gespielt. Also die... Oh nee, Aresi fängt an, ihm hinterher zu rennen. Das ist ja schön. Also stehen die Sims jetzt nicht mehr ewig in der Gegend rum. Wenn sie mit irgendwem reden wollen, der andere macht was anderes, sie rennen sich hinterher. Das ist aber schön. Auf jeden Fall hat Aresi das hier gerade gemacht. Sie ist extra runtergekommen jetzt. Aber jetzt hat sie keine Lust mehr mit ihm zu reden, weil sie das ganze Haus gehen muss. Das hat mich so müde gemacht. Hier ins Bett. Oh, und flieh direkt hinterher. Yeah, er will aber in sein Bett. Oh, wie schade. Hm. Tja. Beide haben das Bett als Ziel, aber leider geht jeder in sein Bett. Ja, dann schlaft schön. Alles klar. Ja, das war doch nett. Dann sehen wir uns dann auch im nächsten Teil wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Teil.